Man muss einfach Spaß und Freude dran haben, ansonsten ist es nicht machbar. Du musst in der Karnevalszeit ja auch viel verzichten. Ja, du hast nicht mehr viel Zeit für Freunde. Es war schon immer mein Traum, so als kleines Kind, dass es dann so gekommen ist. Im Endeffekt habe ich auch nicht mit gerechnet, es war ganz spontan. Ich habe früher bei uns im Ort in der Kindertanzgruppe getanzt, also schon von Anfang an irgendwie dabei. Wurde mir irgendwie mit in die Wiege gelegt durch meine Eltern, die sind ja absolut karnevalsverrückt. Der Traum vieler Mädchen. Für Tanja Wolters ist er in Erfüllung gegangen. Was aber so leicht aussieht, ist harte Arbeit und erfordert eine gute Gesundheit. Ich habe schon viel gemacht, Grippeimpfung und hier Vitamine und Vitamin C und alles, was so dazugehört. Aber das einfach durch dieses Wechseln von kalt, warm, immer dieses Nassgeschwitzte und stundenlang dann in den nassen Sachen rumlaufen und in den Sälen, viele Leute sind krank, der Qualm, das sind alles so Sachen, wo es nicht ausbleibt, dass man krank wird. Mir geht es soweit noch ganz gut. Ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr ein bisschen besser durchstehe. Aber normalerweise die letzten Jahre hatte ich immer irgendwann, hat es mich erwischt. Du willst ja immer wieder versuchen, bis zum nächsten Auftritt bist du wieder fit. Ist halt nicht immer machbar. Sind hier so Spänkchen drin, quasi in der Perücke, wie so kleine Kämmchen. Die habe ich mir da extra reinmachen lassen. Schiebt jetzt quasi unter die Mullbinde. Und klickt die dann zu. Die roten Funken haben nur ein einziges Mariechen. Fällt sie aus, tanzen sie allein. Mariechen gab es bei den Funken schon im 19. Jahrhundert. Sie sollen die Marketenderinnen darstellen, die für das leibliche Wohl der Stadtsoldaten sorgten. Seit 1895 tanzen die Mariechen auch und wurden anfangs von Männern dargestellt. Erst seit 1936 sind sie weiblich. Vereinsmitglied aber kann das Mariechen nicht werden. Selbst wenn es eine Männergesellschaft ist, ist ja nun mal das Mariechen das Aushängeschild der Gesellschaft. Und somit bin ich eigentlich auch ein roter Funk oder rote Funkin. Man sagt ja immer Neutrum. Und natürlich nur solange ich tanze danach. Feierabend. Das ist ja, ist halt, weiß man, wenn man anfängt als Tanzmariechen, dass das wirklich nur für die Zeit ist, die man wirklich aktiv tanzt. Das ist bei dem Tanzoffizier anders, der bleibt in der Gesellschaft. Aber das weiß man von Anfang an und wie gesagt, umso mehr muss man die Zeit genießen, die man dabei ist. Wenn meine Zeit abgelaufen ist, dann ist es vorbei. Die Uniform ist Maßarbeit. Sie muss wie eine zweite Haut sitzen, um die Bewegungsfreiheit vor allem bei den Hebungen und Sprüngen zu garantieren. Sie wird speziell für die Funken aus einem besonderen Wollstoff gearbeitet und natürlich im exakten Funkenrot gefärbt. In Köln haben sich viele Fachgeschäfte auf den Karneval spezialisiert. Uniformschneidereien, Hutmacher oder auch Ordensgestalter und Prägewerkstätten. Einen besonderen Karnevalsservice bieten Wäschereien, die über Nachtreinigung verschwitzter und verschmutzter Uniformen. Auch die Stiefel müssen maßgefertigt sein. Sie bestehen aus sehr weichem Leder und sitzen hauteng. Die müssen aber auch so bequem sein wie Hausschuhe, damit man da nach mehreren Stunden, tun die zwar weh, das bleibt nicht aus, aber das haben die sicherlich alle. Zuletzt Lätzchen und Chorkreuz. Nach einer Stunde ist aus Tanja Wolters das Mariechen der roten Funken geworden. In der Karnevalswoche zieht sie in ein Kölner Hotel, denn bei über 100 Terminen müssen die Wege kurz sein. Nach Aschermittwoch spannt sie erst einmal aus. Doch schon im Sommer beginnt sie wieder mit intensivem Training für die neue Session, 3 bis 4 Mal pro Woche. Von Januar bis Aschermittwoch tragen sie die Funken dann wieder auf ihren Händen. Dann sind die Anstrengungen vergessen. Ihr Lohn ist der Applaus, ihr Antrieb Spaß an der Freude. Ich habe es nie bereut, im Gegenteil. Man wächst auch immer mehr mit rein. Das ist ja jetzt mein 5. Jahr. Man lernt die Leute alle immer besser kennen. Im ersten Jahr ist es unheimlich schwierig, so viele auf einen Haufen. Und man muss zu allen erstmal einen Kontakt aufbauen. Das braucht halt Zeit. Und jetzt im 5. Jahr, man kennt sie eigentlich alle. Mit dem einen kann man es mehr, mit dem anderen weniger. Und das ist das Schöne dran.